Hey Drax, was ist los mit dir? Ach, weißt du, Richard, mir fehlen die Kinder so. Drax, mir fehlen sie doch auch. Aber, Mensch, wie soll ich dir das erklären? Warum lassen Sie die Kinder nicht in die Schule? Drax, soll ich jetzt mal was sagen? Das weiß ich nicht selber ganz genau. Es ist einfach so, dass unsere Regierung von Experten, das sind die Leute, die was besonders gut wissen, beraten wird. Und auch unter den Experten gibt es sehr verschiedene Meinungen, aber unsere Regierung verlässt sich auf die Meinung von bestimmten Experten. Und deswegen haben sie diese Maßnahmen für die ganze Bevölkerung beschlossen, mit denen wahrscheinlich viele nicht mehr glücklich sind. Aber Drax, es ist jetzt nun mal so. Ich versteh's noch immer nicht. Ja, Drax, verstehen. Ich weiß, wir fordern von den Kindern, dass sie die Sachen verstehen, die wir im Unterricht mit ihnen machen. Und dann kommen solche Dinge, die wir alle nicht verstehen. Also wir müssen sie momentan einfach zur Kenntnis nehmen und versuchen, das Beste daraus zu machen. So schwer das auch manchmal fällt. Apropos schwer fallen. Hast du dir gemerkt, was in der Geschichte vom Buchstabenfresser bis jetzt passiert ist? Aber sicher! Na dann schieß los, Drax. Peng! Nein, nicht so schießen, Drax. Schieß los heißt, du sollst was erzählen. Ach so. Und? Ei, 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 alles geht vorbei. Und wie soll ich jetzt das wieder verstehen, Drax? Naja, mit dem Ei fing alles an. Ja, Drax, das wissen wir mittlerweile. Und was passiert mit dem Ei? Ich frag mal die Kinder. Kinder, was passiert mit dem Ei? Bekommt einen Sprung. Stimmt das, Drax? Gut, Kinder. Und aus dem Ei schlüpft ein... Was? Ein Drax? Seht ihr, er versteht das auch nicht. Er kommt natürlich aus einem Ei als Vogel. Aber nicht aus diesem blauen, riesengroßen Ei. Und was steht auf diesem Ei denn eigentlich drauf? Hast du es auch gehört, Drax? Was haben sie gesagt, die Kinder im Wohnzimmer? Buchstaben! Und das ist völlig richtig. Auf dem Ei steht ein Buchstaben drauf. Und aus dem Ei schlüpft... Ja, was bloß? Das wissen wir ja noch gar nicht. Aber dieses das oder der aus dem Ei geschlüpft ist, was macht denn der oder das? Dinge vertauschen! Richtig, Drax, und das haben die Kinder auch gewusst, ich hab's gemerkt. Als selbst die Polizei nicht hilft, weil sie das Schaf mitnimmt, das plötzlich aufgetaucht ist, wendet sich die Familie an einen schlauen Mann. Wisst ihr noch, wie der heißt? Ich weiß, es war nur ganz kurz, ist der Name vorgekommen. Drax, du weißt es? Herr Kill! Doch nicht Kill, Drax. Da hast du einen Buchstaben vertauscht. Bist du auch schon ein Buchstabenvertauscher geworden? Also Kinder, wie heißt der wirklich? Richtig, Herr Dill. Und jetzt werden wir uns mal anhören, was dieser Herr Dill zu sagen hat. Herr Dill wohnte 4 Straßen weiter. Alle in der Gegend wussten, dass Herr Dill mindestens 3000 Bücher besaß, die er auch alle gelesen hatte.
darunter 80 Nachschlagewerke, 12 Atlanten, das sind Bücher, in denen Landkarten drinnen sind, 17 Wörterbücher und ein Pferdebuch. Wenn man über irgendetwas Bescheid wissen wollte, musste man nur Herrn Dill fragen. Der schlug dann so lange in seinen Büchern nach, bis er die Lösung gefunden hatte. Er kam auch gleich und hörte sich die ganze Geschichte an. Papa erzählte das mit dem Schaf. Mama erzählte von der Forelle. Herr Dill kratzte sich hinter dem Ohr und machte einen ratlosen Eindruck. Erst als ihm Claudia erzählte, dass alles mit einem hellblauen Ei angefangen hatte, wurde er hellhörig. Hellblaues Ei? Da kommt mir eine Idee! Rief er, ging nach Hause und kam mit einem dicken Lexikon zurück. Er setzte seine Lesebrille auf, schlug unter E nach und las murmelnd, was da von hellblauen Eiern stand. Waren auf dem Ei kleine Buchstaben zu erkennen? Fragte er Mama. Da müssen Sie Claudia fragen, sagte Mama. Ich habe das Ei nie gesehen. Ich dachte immer, sie hätte sich das nur ausgedacht. Ja, da waren Buchstaben. Was bedeutet das? Rief Claudia. Nichts Gutes, sagte Herr Dill und kratzte sich schon wieder hinter dem Ohr. Das Ei stammt zweifellos von einem Buchstabenfresser. Buchstabenfresser? Was ist denn das? Fragten Mama, Papa und Claudia. Herr Dill sagte, ich kann es euch ja mal vorlesen. Buchstabenfresser schlüpfen aus Eiern von zartblauer Grundfarbe. Es sind Nachtwesen, die helles Licht meiden. Sie sind ziemlich gefräßig und fressen jeden Tag mindestens einen Buchstaben, den sie sich aus Wörtern in der Umgebung herausbeißen. Das kann manchmal unangenehme Folgen haben. So, wenn sie zum Beispiel aus einem Plätzchen, sein kleiner Keks, das P wegknabbern. Der entsetzte Besitzer findet dann am nächsten Morgen nur noch ein Lätzchen vor. Es wurde auch schon beobachtet, dass sie mitten aus einem Busch das S wegfraßen. Wo im Garten vorher ein schöner Busch gestanden hatte, lag jetzt lediglich ein Buch, das durch den nächtlichen Tau zudem noch ziemlich aufgeweicht war. Herr Dill guckte von Claudia zu Mama und von Mama zu Papa. Da haben wir's, sagte er triumphierend. Das ist die Lösung. Ich verstehe gar nichts, sagte Claudia. Was hat das mit dem Klassenzimmer im Keller, mit den Schuhen und dem Schaf zu tun? Du kannst das auch nicht verstehen, weil ich noch nicht alles vorgelesen habe, sagte Herr Dill nachsichtig. Hier stehen noch ein paar Sätze. In den ersten Tagen nach dem Ausschlüpfen nimmt der Buchstabenfresser noch keine Nahrung zu sich. Er übt lediglich den Umgang mit Buchstaben. Er vertauscht sie. Daher wird der Buchstabenfresser während seiner frühen Jugend auch Buchstabentauscher genannt. Buchstabentauscher? Jetzt verstehe ich alles, rief Claudia. Er hat alles vertauscht. Wieso vertauscht? Fragte Papa. Was meinst du damit? Fragte Mama. Ist doch ganz einfach, erklärte ihnen Claudia. Als der Buchstabentauscher ausgeschlüpft war, lag im Keller die Schale. Er hat das A in ein U vertauscht. Deswegen war dann plötzlich im Keller die Schule.
Jetzt verstehe ich es auch, rief Mama. Später hat er dann das L von Schule in ein H vertauscht. Daher die Schuhe. Moment, Moment, sagte Papa. In meinem Werkzeugraum hat ein Hammer gefehlt und dafür stand ein Schaf da. Eure Theorie scheint doch nicht zu stimmen. Lies weiter, bitte! Trax, irgendwann ist auch für heute Schluss. Und es ist ja ganz schön spannend gerade, ha? Ich glaube, die Kinder warten jetzt schon gespannt auf die nächste Trax-Show am Mittwoch. Da gibt's nämlich dann die Fortsetzung. Ja, nach der Geschichte vom Buchstabenfresser geht's weiter mit dem Trax-Buch Teil B. Seite 104. Bei der Nummer 1 siehst du dargestellt, wie eine Minusrechnung vor sich geht. Es gibt eine bestimmte Anzahl Kinder auf diesem Bild, die auf zwei Zehnerbänken sitzen und eine bestimmte Anzahl der Kinder davon geht weg. Wie viele Kinder sind denn am Anfang auf dieser Bank gesessen? Hier waren es oben alle 10 und hier unten auf der unteren Bank sind 4 gesessen. Das heißt, die Rechnung heißt 14. Und wie viele sind weggegangen? 2 plus 4 sind 6. Das heißt, die Rechnung heißt 14 minus 6. Das Buch hat das hier mit Blättchen aufgelegt. Ich mache es nicht an der Tafel, weil du es im Buch sehr schön hast. Und die 6, die weggehen, wurden weggestrichen. Das Buch hilft dir ein bisschen. Von den 14 gehen zuerst mal die 4 weg, die auf der unteren Bank gesessen sind und dann noch die 2 von der oberen. Und ein paar Beispiele machen wir jetzt hier gemeinsam mit dem 20er Feld. Nummer 2, erste Rechnung, 11 minus 5. Hier liegen schon die 11 Blättchen. 11 Blättchen. Wie viele kommen weg bis zum 10er? Ich mache es jetzt hier nicht mit Durchstreichen. Bitte denk dran, alles, was ich jetzt hier umdrehe, nehme ich weg. Eines bis zum 10er. Wie viele müssen noch weg? Wenn von 5 schon eines weg ist, müssen noch, bitte so viele Finger heben, wie es sind. Stimmt? 4 müssen noch weg. Hast du gut gemacht. Das heißt, jetzt in der 2-Schritt-Aufschreibe-Art, ich nehme hier rot, ein Blättchen wird getauscht bis 10. Die 10 muss ich weiterverwenden. Und von den 10 gehen jetzt noch 4 weg. Und wie viele bleiben über? Wie viele blaue? Richtig, 5 plus 1 sind 6. Wichtig ist, diese 2 zusammen müssen 5 ergeben. Stimmt das? Gut, dann haben wir es geschafft. Nächste Rechnung. 4 gehen weg. Ich beginne natürlich zunächst einmal die Anfangszahl aufzuschreiben. 13. Wie viele gehen bis zum 10er weg? Es sind 3. Den 10er verwende ich wieder weiter. Und wenn hier 4 weg müssen, was fehlt hier? Ganz korrekt. Wie viele Finger hast du gehoben? Perfekt, einen Finger. Das heißt, ein Blättchen kommt noch weg. Wie viele bleiben über? Die sind jetzt hier sozusagen durchgestrichen. Es bleiben ganz genau 9 über. Also 13 minus 4 ist daher 9. Und die letzte Rechnung, da brauche ich jetzt wie viele Blättchen? Richtig, ich brauche 12. Und ich brauche sie am Anfang wieder alle in blau. Du kannst durchstreichen in deinem Buch. Ich drehe wieder um. Wir beginnen wieder mit der Zahl 12. Das ist die Ausgangszahl.
Und dann schauen wir, wie viele nehmen wir bis zum 10er weg. Es sind 2. Der 10er wird wieder weiterverwendet. Und wie viele muss ich jetzt noch wegnehmen, dass es 7 sind? Was fehlt von 2 auf 7? Richtig, habe ich gesehen, alle haben eine ganze Hand gehoben. Das heißt, ich nehme noch 5 Blättchen weg. Wie viele bleiben über? Auch das hast du richtig gemacht. 5 bleiben über. Die anderen Beispiele funktionieren genauso. Achtung, bei der dritten Zeile musst du noch selber die Blättchen zeichnen. Vergiss nicht darauf. Unten darfst du dann ohne Blättchen rechnen oder auch mit, wie du willst. Das war's auch schon für heute mit der Mathematik. Kniebeugen kann man auch zu zweit machen. Da wird dann immer abgeklatscht dazwischen, einmal rechts und einmal links. Oder beidhändig. Oder einmal rechts, einmal links, einmal beidhändig. Wir haben hier gleich ganz viel Koordination mit hineinverpackt. Die nächste Übung ist der Superman. Da wird abwechselnd gegengleich Arm und Bein gehoben. Also jetzt rechtes Bein, linker Arm. Jetzt kommt linkes Bein, rechter Arm. Wichtig, Beinstreckung bis zur Zehenspitze, Armstreckung. Dann wird wieder umgegriffen. Und es geht dann auch schon ein bisschen anspruchsvoller. Wir gehen in die Superman-Position, führen jetzt Knie und Ellbogen unterm Körper zusammen, gehen wieder in die Superman-Position, führen wieder Knie und Ellbogen zusammen, das Ganze immer 3-mal, dann absetzen und mit anderem Arm und Fuß. Für die Balance auf instabilem Untergrund, sprich in dem Fall auf einem Ball, ist die nächste Übung. Hier wird abwechselnd der rechte und der linke Arm nach oben gestreckt. So, Alex, kann man das auch mit einem Trax machen? Richard, das war nicht lustig! Der Hampelmann, eine sehr gute und auch beliebte Übung, geht natürlich ganz leicht, Arme und Beine gleichzeitig auseinander. Und der Aram zeigt uns jetzt ein paar anspruchsvollere Varianten vom Hampelmann, nämlich vor, rück, seit oder hinten über Kreuz. Vor, rück, seit und über Kreuz. Da kommen die grauen Zellen ganz gewaltig zum Mitarbeiten. Was ihr wisst nicht, was die grauen Zellen sind, das sind die, die ihr im Gehirn habt, die dafür sorgen, dass ihr gut denken könnt. Trax, beim Sachunterricht heute wirst du dich freuen. Letztens hast du uns doch beim Thema Familie ein Suppenhuhn vorbeigebracht. Ich? Tu nicht so scheinheilig, Trax. Zum Glück ist der Suppenhuhn jetzt im Wohnzimmer beim Alex, wo wir es ihm hingeworfen haben. Aber heute geht's wirklich in deine Familie. Was? Sag bloß, du kennst deine Familie nicht, wer da alle dazugehört. Nö. Dann werde ich dir helfen. Max, du bist auch, wenn du nicht singen kannst. Doch. Okay. Ja, wir haben immerhin schon ein tolles Duett miteinander gesungen über Stups, den kleinen Osterhasen. Also okay, wir lassen es mal gelten. Trax kann singen, auch wenn er dabei krächzt. Stimmt nicht! Was stimmt nicht? Du kannst nicht singen oder du krächzt, stimmt nicht. Jetzt habe ich ihn ratlos gemacht. Ich nütze die Gelegenheit, um gleich mit dem heutigen Sachunterrichtszimmer weiterzumachen. Du brauchst in deiner Mappe, wenn du sie zu Hause hast, das Blatt Nummer 69. Es wird aber jetzt im Video auch natürlich eingeblendet und es geht um Singvögel. Gesang.
Singvögel können nur beim Ausatmen Töne erzeugen. Das ist wie beim Menschen. Auch der Rabe zählt zu den Singvögeln, obwohl er raue Laute von sich gibt. Krächzen nennt man das. Lebensraum. Meistens leben Singvögel in Wäldern und den angrenzenden Wiesen. Nahrung sind Insekten, Würmer und Beeren. Im Winter oft nur Pflanzen, weil es keine Insekten und Würmer gibt. Größe. Der Kolkrabe ist mit 70 cm Länge der größte Singvogel. Die meisten sind zwischen 10 und 20 cm lang. Gute Lunge brauchen Vögel, denn auch in großer Höhe müssen sie noch atmen können. 5000 Arten von Singvögeln gibt es, darunter Sperlinge, auch Spatzen genannt, Amseln, Finken, Rotkehlchen oder Meisen, die du in unseren Wäldern und Parks sehen kannst. Tauben sind aber keine Singvögel. Zugvögel. Manche Singvögel ziehen in wärmere Gebiete, wenn es kalt wird, zum Beispiel die Schwalben. Alle Kinder wissen, dass man beim Singen keine Töne herausbringt, wenn man die Luft einatmet. Da kann man nicht singen. La, 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 la. Wenn wir ausatmen, wenn die Luft aus dem Oberkörper hinausströmt, dann können wir Töne von uns geben. Auch das Sprechen funktioniert nur beim Ausatmen. Singvögel fressen hauptsächlich Kleinlebewesen, eben Insekten, Würmer und auch pflanzliche Nahrung. Bei den Größen gibt es schon gewaltige Unterschiede. Trax ist hier einer von den größeren Exemplaren. Ja, das kommt schon hin. Also der richtigen Raben, großen Raben werden genauso groß wie unser Trax. Aber die meisten sind viel kleiner, also nur ungefähr so groß. Ja. Handflächen groß. Da passt ein Singvogel schon locker drauf. Interessant ist die Geschichte mit dem Atmen. Vögel können oft in sehr große Höhen hinauf, durch das, dass sie fliegen können. Und die Luft auf der Erde wird, je höher du kommst, immer dünner. Da ist dann weniger Sauerstoff drinnen. Und diesen Sauerstoff, den brauchen wir und alle anderen Lebewesen auf der Erde zum Leben. Vögel, wie gesagt, fliegen sehr hoch und da oben gibt es weniger Sauerstoff. Also Vögel haben eine sehr gute Lunge. Und die Geschichte mit den Zugvögeln, das bedeutet Zug, nicht Zug von der Eisenbahn, sondern wegziehen. Ja? Das heißt, wenn es Vögeln hier bei uns zu kalt wird, dann fliegen sie dorthin, wo es wärmer ist. Die Schwalben zum Beispiel. Von den Singvögeln. Es gibt aber auch andere Vögel, die keine Singvögel sind, die auch Zugvögel sind. Zum Beispiel die Störche. Die werden wir auch irgendwann einmal im Sachunterricht kennenlernen. Trax? Ach, da oben sitzt du. Wieso sitzt du auf meiner Schulter? Macht Spaß! Na okay, bleib da oben sitzen. Solange du nicht meine Brille oder meine Nase oder sonstiges anknabberst. Ja. Jetzt liefere ich dir die blöden Ideen auch schon. Ja, das war also der Montag. Mittwoch geht's weiter. Und Trax, hast du irgendeinen guten Schlusssatz? Er denkt nach. Wer weiß, was da rauskommt. Möchte die Kinder wiedersehen! Trax, ich weiß, ich auch. Aber im Moment müssen wir uns damit abfinden, dass die Kinder zwar uns sehen können, aber wir sie nur ein bisschen gedanklich so vor uns sehen können, wie sie im Wohnzimmer oder Kinderzimmer auf jeden Fall vor einem Computer oder Laptop sitzen und uns zwei Einsamen hier in der Klasse zuschauen können.
In diesem Sinne, wir sehen uns am Mittwoch. Ganz sicher!